Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Wir sind gerade auf dem Weg zur Energy Drink Fabrik und werden die Kokain-Dinger da vernichten. Aber die Frage ist nur, wo wir am besten landen. Ich würde mal sagen, auf der anderen Seite. Also es ist ein bisschen erhaben. Und wir haben einen besseren Überblick. So, gut. Dann wollen wir mal. Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter. Jo, da unten ist einer drin. Den Alarm müssen wir als erstes ausschalten. Hab noch einen, macht 5. Markiere Ziel, Umfeld beachten. Da ist auch einer drin. Wir sind jetzt bei 10. Das ist die Getränkefabrik. Wir gehen rein, sprengen die Tanks mit dem Flüssigkokain und dann machen wir uns aus dem Staub. Alles klar. Ziel gesichtet. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Jawohl. Entschuldigung. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Er wusste Bescheid. Das war knapp. Yep. As always. So. Ah, das Netz finde ich auch so schade. Dass, ich meine, ich kann mit der Waffe ein Militärhelikopter vom Himmel holen. Also. Und dann so ein kleines Fiji-Ding, so ein kleines Geländer, hält dann meine Kugel aus, keine Ahnung wie viel, also das waren 200 Meter, dass das dann die Kugel aufhält, ist so ein bisschen so, schade. Hi. Wir haben ein Sicario mit da, beim Container. Erstmal alles nochmal durchladen. Das läuft schon mal besser als sonst. Ja klar, also der Anfang war jetzt nicht wirklich atemberaubend gut. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hier ist ein Tango. Da ist jemand.
Ich sehe hier zwei Narcos. Direkt beim Container. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Die sehen ein bisschen nervös aus. Ruhig, die wissen, wir sind hier. Ja, ich weiß, dass sie es wissen. Ach, das ist doch. Ich schieße auf die Herrsche. In Deckung, verdammt. Pass doch auf, wo du hinschießt. Granate fliegt. Nimm das. Walter, was machst du da? Wo kam der denn hier? Ach, von da. Na gut. Na gut. Was macht das hier denn hier? Granate fliegt. Ziel ist zerstört. Ab dafür. Sollen wir uns noch ein paar Fläschchen für unterwegs mitnehmen? Ich könnte eine kleine Stärkung vertragen. Die Flaschen sind zum Schmuggeln, nicht zum Trinken, du Idiot. Wie viel flüssiges Kokain mag da drin sein, Holt? Genug, um dich völlig wegzudröhnen oder nur für einen kleinen Trip? Wisst ihr was? Ich brauch nichts. Seht mal da, Waffenkiste. Aha. Gut, also, wie gesagt, ist nicht ganz so gut geklappt, Dings. Bums und jetzt gehen wir. Wir haben die Position von einem Santa Blanca Chemiker, der für das Kartell an modernsten Schmuggelmethoden arbeitet. Holen Sie sich den Burschen. Ich will wissen, was er vorhat. Burschen. Da kommen Unidad-Soldaten. Ja. I don't care. Wir werden dich sehen, Victor. Greife Tangos an. Ja, wie denn? Na egal. I don't care. Du hättest mich fahren lassen sollen. Mhm. Oh. Oh. Du bist ja schon da. Ich gehe hier hin. So, dann machen wir mal. So, also, erstmal wieder die hübschen kleinen Scharfschützen weg. Ein Schammer bitte. Das muss das Labor sein. Durchsuchen wir es und holen wir uns Bowmans Chemiker. Hier ist alles voller Chemikalien. Da ballerst du eine Kugel rein und die Sache wird ungemütlich. Verstanden. Hier ist Ziel Nummer 5. Feind markiert. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Pass auf, die haben meine Alarmsicherung. Entschuldigung? Narco mit einer scheiß Minigun. Bei dem Benzinfass.
Es sind 10 Ziele. Das reicht erstmal. So, erstmal schön hinlegen. Schöne aufrechte Position. Wo ist hier? Der Alarm wird ja schon wieder nicht angezeigt, wo der ist. Auf Rückseite. Das ist unpraktisch. Ja, nein. Falsche Taste, Entschuldigung. Wird nie wieder passieren, ganz sicher. So. Okay, aufatmen. Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Ja, macht Spaß. So. Aber den könnte ich quasi angreifen, aber ich weiß ja nicht, wer da alles noch ist, ne? Das ist nur eine ziemlich große Fliege. Ah, ich markiere einen Hauptmann. Den kann ich jetzt dann gleich erschießen. Den da vorne auch. Was, das habe ich bis hier gehört. Ah. Verdammt. Aber vielleicht kann ich den gleich nochmal anpeilen und danach, glaube ich, müssen wir runtergehen. Kann ich den sehen? Wo ist denn da? Das ist da, oder? Damit. Ja, gut. Dann machen wir es halt auf die blutige alte Art und Weise.
Und plötzlich okay, war er weg. Passiert. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Okay. Geh auf neue Ziel Position. Markiert. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Bei dem Container. Mein Ziel ist weg. Das Ziel ist weg. Ich habe das Ziel. Hab das Ziel. Gib Zeichen. Erledigt. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Wer? Yeah. Warte, da muss ich kurz mal was dagegen tun. Oder muss ich gar nicht? Sehe die Chemikerin. Die Chemikerin? Haben das Paket. Los. Okay, aufatmen. Me entrego. Ya estuvo, ja. Ja, pues. Ya estuvo bueno, ya. Lávate. Ya no dispares, no dispares. Wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Ya me entrego. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ya no dispares, no dispares. Gut, alles grün für uns. Gut. Ya me entrego. Ich hoffe, der kommt da hoch. Ja, pues, ya estuvo bueno. Ah, der sagt genau dasselbe wie der Antonio? Ist der so? Keine Ahnung. Me entrego, ya estuvo, ja. Klingt auch so. Naja, egal. Ja, me entrego. Me entrego, ya estuvo. Das ist so komisch, so. Ja, einfach so, also Kirchen mit Totenköpfen und so. Die sind ein bisschen seltsam. Ist ein bisschen verdreht. So, dann bringen wir ihn mal nach Remanso Bravo. Warum lassen Sie mich nicht gehen und wir vergessen die Sache? Stimmt. Können wir eigentlich machen. Gut, wir landen und lassen dich fahren. Wir haben nur ein halbes Dorf für dich platt gemacht. Oder also nicht für dich, sondern wegen dir. Sammelpunkt. Bringen wir es hinter uns. Ja, pues, ya estuvo bueno.
Jo, bringen wir dich mal weg. Ja, está. Ja, me entrego. Und hier. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich bin nur Chemiker. Schon okay. Ich kenne das. Das Kartell hat gesagt, sollten Sie je verhaftet werden, sagen Sie den Cops, Sie sind Fabrikarbeiter, Sie entwickeln Energy Drinks und irgendwann werden Sie dann einfach auf Kaution rausgeboxt. Richtig? Um mal eine Sache klarzustellen. Wir sind keine Cops. Und niemand holt Sie auf Kaution raus. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder geben Sie uns die Formel, oder wir schneiden Ihre Finger ab. Sie sind doch klug. Was darf sein? Alter, die Hand von der von Bowman. Alter. Ja, krass. Krass. Sieht schon ein bisschen abgeranzt aus. So ein bisschen. Bowman hier. Wir haben ein paar kodierte Funksprüche aus Remanzo abgefangen. Will Elgato wissen, was los ist? Genau das vermute ich. Wir konnten die Position triangulieren. Ich schicke die Koordinaten. Oh yeah. Ich fliege. Darauf freue ich mich schon. Wir wissen, wo Elgato ist. Remanzos unsterblicher Buchan. Beweisen Sie diesem Arschloch, wie sterblich er ist. Oh, Baby. Easy. Bei der Karte, also bei der Map hier, finde ich es richtig cool, dass die so klein ist. So, ich bin hier, muss kurz nach da, muss noch nach da, muss und so weiter. Und die anderen sind ja, also die da, da fliegt man eine halbe Stunde, bis man am Ort ist. Nein. Man hat ja auch viel zu tun. So. Ah, bist du da in einer kleinen Festung, oder was? Gut. Dann landen wir hier mal. Und ja. Setze Drohne ein. Wagen mit montierter Waffe. Montierte Waffe. Hab noch einen Tango. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der ist. Tango Nummer 3. Ob wir den jetzt einfach nur töten müssen? Wäre ein bisschen langweilig. Leute, das ging schnell. Genau, ob wir den jetzt einfach töten müssen oder ob wir den gefangen nehmen müssen. Wenn wir ihn gefangen nehmen müssen, das wäre dann sehr interessant. Weil, ja, was der dann labert, wie er so ist, würde mich interessieren. Oder wie die den so mal porträtiert haben. Hier ist Ziel Nummer 5. Wagen mit montierter Waffe. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Aber viele sind es nicht, ne? Das sind echt wenige. Was ist da denn passiert?
Was ist da denn passiert? Ich hatte keinen Bock, dass die mich jetzt erwischen. Ich hätte es jetzt wirklich unspektakulär machen können. So wie das da gerade. Aber ja, nee, stimmt, wir müssen den jetzt töten. Na dann. Ich bin mal gespannt, ob die den überleben lassen. Bowman hier, Nomad. Elgato ist möglicherweise tot. Bestätigen Sie das? Wir haben seine Biometriedaten. Schicken Sie mir ein Foto zum Abgleich. Sende biometrische Daten. Hab sie. Warten Sie, ich jage sie durchs System. Verdammt. Knapp daneben ist auch vorbei. Das ist Elgatos Double. Verstanden, wir bleiben an ihm dran. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Der Chemiker hat uns möglicherweise die Position von Elgatos Haus verraten. Ich schicke jetzt die Koordinaten. In Ordnung, wir sehen mal nach. Es wäre auch ein bisschen zu leicht. Das wäre auch zu leicht gewesen. Ich lasse die restlichen einfach am Leben. Oh. Weil das wird dann lustig peinlich, wenn die dann so sehen, dass niemand hat was gesehen, niemand hat was gehört. Und das Double oder der Double ist tot. Juhu. Was ist nur passiert? Wir nehmen wieder unseren Großen. So. Gut, wir haben sein Haus. Bin mal gespannt. Aber ja, das war irgendwie klar. Wir wissen, wo Elgato ist, Remanzos unsterblicher Buchan. Beweisen Sie diesem Arschloch, wie sterblich er ist. Das haben Sie gerade schon gesagt. Tatsächlich. Aber das macht da auch mehr Sinn, weil da sehen die auch. Also da haben sie mehr im Blick, sag ich mal. Klar, da oben wäre es noch besser, aber da unten. Was? Das ist eine Fabrik. Das ist doch nicht sein Haus. Wäre ein bisschen. Wäre ein bisschen seltsam. Ah, naja, andererseits, der ist irgendwie verrückt, also. Warum nicht in einer Kläranlage wohnen? Mann, das nenne ich Ingenieurskunst. Ziemlich hochentwickelter Kram für so eine abgelegene Gegend. Die Regierung hat in die Kartoffelernte als Ersatz für Coca investiert. Ein guter Plan, aber das Kartell hat die Sache beendet. Vielleicht hilft es ja zukünftigen Generationen. Wir müssen nur Santa Blanca ausschalten. Mit dem sind's fünf. Markiere Feind. Alarm hier drüben. Einen Scharfschützen. Da ist noch einer. Mach 10. Ich habe hier einen Generator. Ein Scharfschütze. Der ist cool. Aber die Position von dem ist richtig, richtig gut.
Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. Gut, gut, gut. Wagen mit montierter Waffe. Das wird ein schwerer Schuss. Nice. Roger, ich gehe in Position. Brauche neue Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Ziel erfasst. Auf dein Zeichen, Boss. Ziel eliminiert. Alles gut, alles gut. Mhm. In der Tat ist alles gut. So, dann mache ich mal hier einen Doppelkill. Wir nähern uns jetzt dem Ziel. Fuck. Ob Elgato wirklich hier ist? Werden wir sehen. Waffenbereit. Wenn ihr das Arschloch seht, schaltet es auf. Wartet. Machen wir weiter. Ob Elgato wirklich hier ist? Werden wir sehen. Waffenbereit. Wenn ihr das Arschloch seht, schaltet es aus. Alles klar. Pinches Pendejos, ihr Wärmlich! Elgato ist unsterblich! Ein Treffer, er ist tot. Ist er's? Haben wir diesmal den richtigen Elgato? Schicken wir Bowman seine Biometriedaten. Sie kann es uns sicher sagen. Hä? Lol. Nee, das war der auch nicht. Bowman hier, Nomad. Elgato ist möglicherweise schon wieder tot. Biometriedaten sind unterwegs. Hab sie. Warten Sie, ich lasse Sie durchlaufen. Endlich, Sie stimmen überein. Gut gemacht, Nomad. Elgato gehen endlich die Leben aus. Dieses Arschloch hat schon zu viele Anschläge überlebt. Ernsthaft? Das ist das Ende? Kokainologiestunde. Viele Leute machen den Fehler, sich nur auf das Produkt zu konzentrieren. Claro, man braucht etwas zu verkaufen. Aber damit verdient man kein Geld. Ein Kilo Coca-Blätter kostet etwa $1.50. Man braucht 400 Kilo Coca-Blätter, um ein Kilo Kokain herzustellen. Selbst als Kokain-Grundstoff ist ein Kilo in Bolivien nur $1.200 wert. Aber mit jeder Grenzüberquerung wird der Wert gesteigert. Erreichen wir Kolumbien, sind es schon $2.200. In Südmexiko 12.000. Jenseits der Grenze in Texas 20.000. New York, unsere $1.200 Investition ist jetzt $35.000 wert. Paris, London 68.000 bis $74.000.
Es ist wie eine Pipeline, die das Produkt zu den Bedürftigen bringt. Wasser für die Durstigen. Einmal da, trägt sich die Pipeline selbst. Arbeiter, Autos, Bestechungsgeld. Doch wenn die Leitung verstopft ist... Sie haben wieder eine Ladung erwischt. 7 Tonnen verloren. Letzte Woche schon 4 Flugzeuge. Fließt das Wasser zurück? Der Gewinn ist zu groß. Wir haben's nicht im Griff. Meine Männer handeln untereinander. Wir bezahlen niemanden, der nichts transportiert. Sie kidnappen Zivilisten für Lösegeld. Zu viel Wasser. Wir müssen mit Valeria von hier fort. Er tötet uns noch vor der Grenze. Und was ist die Antwort? Wenn ich sie finde, sag ich's dir. Und man ertrinkt. So, ich glaube, wir kommen bald an die Königin ran. Gute Arbeit im Remanzo. Die Schmuggelaktivitäten des Kartells haben einen schweren Schlag erhalten. Selbst wenn sie die Anlage neu errichten, hat ihnen der Verlust des Rezepts für Flüssigkokain irreparablen Schaden zugefügt. Und der Tod von El Gato stürzt die gesamte Organisation ins Chaos. Das passiert, wenn sich der Boss für unsterblich hält. Danke für die Meldung, Bowman. Wir wechseln jetzt zu einem neuen Einsatzgebiet, Nomad Ende. So, und schon wieder spielen wir viel zu lang. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Genau. Nächstes Mal fliegen wir... Was ist da? Emuro. Okay. Ich würde aber hier noch weiter... Also, ich würde den Schmuggel jetzt komplett... komplett machen, aber den da. Dann als nächstes ist El Bugbebetepe und dann ist die Schönheitskönigin dran. Genau, gut. Dann, ja, macht's gut, habt noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.